Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei digitalen Pianos wie echte Klaviere klingen. Unser Qualitätssieger ist das Classic Cantabile SPN 150 BK Stage Piano. Bei diesem Piano sind wir begeistert davon, wie authentisch das Piano zu diesem kleinen Preis klingt. Als wir zum ersten Mal in Kontakt mit digitalen Pianos vor etwa 20 Jahren gekommen sind, musste man für solche Qualität locker 2.000 bis 4.000 Euro ausgeben. Nun ist es nur noch ein Bruchteil davon. Dadurch fällt der Einstieg in die Klavierwelt viel einfacher. Denn auch wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, bekommt man ein wirklich gutes Piano. Bezüglich des Einstieges hilft dir auch die Einstellbarkeit der Anschlagempfindlichkeit. Bei jungen Spielern kann man diese auf leicht stellen, sodass der Anschlag der Tasten leichter fällt. Ein wenig schade ist, dass die Tasten jedoch nicht gewichtet sind. Die Anschlagdynamik ist also auf allen Tasten dieselbe und nicht wie beim Klavier schwerer bei den tiefen Tasten und leichter bei den hohen Tasten. Das ist bei Stage-Pianos jedoch üblich und bei dem niedrigeren Preis auch leicht zu verkraften. Das Piano bietet 20 unterschiedliche Instrumente, die mit den beiden 20 Watt Lautsprechern wiedergegeben werden. Mittels der beiden Kopfhörerausgänge kann man auch im Stillen üben, dies sogar zu zweit. Dabei ist auch die Split-Funktion hilfreich, sodass beide Spieler gleichzeitig auf normaler Tonhöhe spielen können. Das Piano wird mit Ständer und drei Pedalen geliefert. Die Kunden bewerten das Classic Cantabile SP150 BK Stage Piano mit 4,8 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir das Yamaha JDP S52B Digital Piano. Wer ein richtig gutes digitales Piano haben möchte, der wird kaum an Yamaha vorbeikommen. Es ist auf dem zweiten Platz, das doppelt so teuer ist wie das Classic Cantabile. Aber wenn man bedenkt, wie teuer die Geräte vor einigen Jahren waren, vor allem auch die Yamaha-Geräte, ist der aktuelle Preis fast lächerlich. Und wenn dich dieser Preis nicht stört, dann nimm auf jeden Fall Yamaha. Am besten gefällt uns derzeit das Modell JDP S52B. Der Klang ist hier wirklich unglaublich. Yamaha hat mit hochwertigen Mikrofonen den Klang der echten Yamaha-Konzertflügel aufgenommen. Dieser wird von den 2x20 Watt Lautsprechern sehr authentisch wiedergegeben. Bei hoher Lautstärke übersteuert das Klavier nicht, sondern klingt weiterhin natürlich. Und bei leiser Einstellung erhalten Bass und Oberstimme einen Boost, sodass man bei jeder Lautstärke stets einen guten Klang hat. Auch das Spielgefühl ist auf der synthetischen Elfenbeinklaviatur fast wie bei einem richtigen Klavier. Entsprechend gibt es auch eine Gradierung der Tastengewichtung, je nach Tiefe der Töne. Uns gefällt auch sehr gut, dass das Piano ganz sauber aussieht. Damit meinen wir, dass es keine ablenkenden Knöpfe wie bei einem Keyboard gibt. Man sieht einfach nur die Tasten, wie bei einem echten Piano. Gesteuert werden die Funktionen entsprechend per App am Handy. Damit ist auch der günstige Preis zu erklären, denn bei der Herstellung wird kein Geld für unnötige Spielereien ausgegeben. Bright Piano. Die Kunden bewerten das Yamaha JDP S52B Digital Piano mit 5 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger ist das Gear for Music SDP 2 Stage Piano. Dies ist für die Qualität, die man bekommt, wirklich sehr günstig. Verzichten muss man dafür jedoch auf einen hochwertigen Ständer und bekommt lediglich einen X-Klappständer. Dafür ist man jedoch ein wenig mobiler, falls man wenig Platz hat und das Piano auch unterwegs nutzen möchte. Sehr gut ist hierbei auch, dass das Piano selbst lediglich 14 Kilogramm wiegt. Trotzdem bekommt man eine gute Anschlagdynamik und ein Pedal. Ein Pedal reicht vollkommen aus, weil man die anderen beiden Pedale fast eh nie benötigt. Man kann hier also ebenfalls richtig gut Klavier üben. Bei lauter Einstellung hören sich die 4 10 Watt Lautsprecher nicht mehr ganz so gut an. Bei einer Aufführung sollte man also eher externe Lautsprecher anschließen. Die Gewichtung ist auch nicht besonders authentisch und ein wenig zu leicht. Die Umstellung auf ein Klavier fällt also ein wenig schwerer. Dies sind aber die einzigen beiden Kritikpunkte, die wir haben, denn die Klangqualität ist für den Preis ebenfalls sehr gut. Ideal also für Einsteiger. Thank you.
Kunden bewerten das Gear for Music SDP 2 Stage Piano mit 4,5 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, das perfekte Piano zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Pianospielen.